Ja, Katja, wir haben ja vor kurzem dein persönliches Reiseprofil besprochen. Mein Eindruck ist, dass du von vielen Menschen als authentisch wahrgenommen wirst. Was bedeutet für dich Authentizität? Wenn man in der Öffentlichkeit steht, viel auf Bühnen steht, ist natürlich nicht immer ganz einfach, trotz der Rolle, die man auch spielen muss, aber dennoch genug von der Persönlichkeit auch preiszugeben, so das, was man sagt, auch das ist, was man denkt. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung, daran arbeite ich immer und das scheint doch manchmal auch zu gelingen. Was hat dich dazu bewogen, dein Reiseprofil erstellen und analysieren zu lassen? Ich habe ja viele Alterssituationen, die auch durchaus Herausforderungen mit sich bringen. Und da war es mir einfach wichtig, mal wirklich überprüfen zu lassen, warum ich manchmal auch an meine Grenzen stoße, warum ich das Gefühl habe, dass ich da vor einer großen Herausforderung stehe, warum ich in anderen Situationen aber überhaupt keine Schwierigkeiten habe und es mir sehr leicht fällt. Da hilft das Reiseprofil, um einfach besser zu wissen, wo Stärken und Schwächen liegen und was auch bestimmte Motivationen einfach sind. Würdest du eine Erkenntnis, die du über dich gewonnen hast, mit uns teilen? Ich glaube, ein ganz starker Wert war mein niedriger Wert, was die emotionale Ruhe angeht. Ich hatte eine Ahnung, dass das so sein würde. Ich bin jemand, der ständig auf der Suche nach neuen Herausforderungen ist. Erst dann bin ich wirklich zufrieden, erst dann ruhe ich in mir. Das ist eigentlich ein Gegensatz auf den ersten Blick. Aber das ist sicherlich etwas, was ganz stark ist und was mir auch nochmal klar das Signal gegeben hat, dass ich da auf dem richtigen Weg bin. Und mit dem, was ich jetzt auch gerade vorhabe, hier in Hamburg, auch im Bund mit meiner Partei, da wahrscheinlich genau die Richtige bin, um die Herausforderungen, die vor uns liegen, dann auch zu meistern. In welchen konkreten Alltagssituationen hat dir die Analyse deines Profils geholfen und dich weitergebracht? Wenn man sich mit seinem eigenen Profil beschäftigt, dann lernt man ja eben sehr viel darüber, wie unterschiedlich Motive auch innerhalb einer Person ausgeprägt sind. Und man weiß natürlich dann auch, dass das bei jedem anderen so ist. Also alle Menschen, mit denen ich zu tun habe, die haben ja auch ihre unterschiedlichsten Ausprägungen. Und wenn es dann mal zu Situationen gibt, wo man den anderen nicht wirklich verstehen kann oder wo es auch Konflikte gibt, dann denke ich jetzt einfach auch mal öfter darüber nach, welche Motive ihn oder sie zu jeweiligen Handeln bewogen haben. Und das erhöht einfach die Toleranz und macht mich dann auch in schwierigen Situationen viel gelassener. Ist also für meine Mitmenschen und für das tägliche Leben eine große Erleichterung. Kürzlich hat die Taz mit dir, wie ich finde, ein sehr interessantes Interview durchgeführt. Und ich musste zwischendrin, wenn ich es gelesen habe, immer wieder schmunzeln, weil ich den Eindruck hatte, dass der Interviewer zum einen sehr überrascht war von deiner Klarheit, die du über dich selbst auch hast. Und zum anderen aber auch hatte ich den Eindruck, dass er Widersprüche in Aussagen von dir gesehen hat. Also zum Beispiel sagtest du, dass du Neugier befriedigen und stillen musst, um Ruhe zu finden. So, und da hat man die Fragezeichen regelrecht gesehen, ja, wenn man den Text gelesen hat bei dem Interviewer. Aus meiner Sicht aber kann man Individualität eigentlich gar nicht besser auf den Punkt bringen. Ja? Und es zeigt auch gleichzeitig, wie sehr oft immer noch in Schubladen gedacht wird, Menschen in einzelne Schubladen gepackt werden, aber das ist eben nicht die Realität. Ja? Und die Frage ist eben, inwieweit würdest du sagen, hat die Beschäftigung mit deinem Profil dir dabei geholfen, diese Klarheit über dich dann auch zu finden? Wenn man sich damit beschäftigt, ist es natürlich auch viel leichter, es auszudrücken. Und das hat mir da schon geholfen. Ich habe dann dem Interviewpartner auch versucht zu erklären, dass eben für mein Leben oder für meine Zufriedenheit es ganz, ganz wichtig ist, dass ich viele Herausforderungen habe. Also dass in meinem Leben ganz, ganz viel los ist, ganz viel Unruhe da ist. Natürlich ist das erstmal auf den ersten Blick paradox, aber wenn man dann meine persönlichen Motivationen da zugrunde legt, ist das absolut logisch und da kann eigentlich gar nichts anderes bei rauskommen. Ja, zum Schluss noch die Frage, wen würdest du nominieren, sozusagen, den es weiterbringen würde, mal sich mit seinem Profil zu beschäftigen? Ich glaube, da würde mir eine ganze Menge einfallen und zwar, ich nenne da mal eine Gruppe und die umschreibe ich mal mit dem politischen Gegner oder auch sogar dem politischen Mitbewerber. Ich glaube, dem würde das auch helfen. Hab's mir fast gedacht, ja. Ja, vielen Dank, Katja, dass du da auch so offen warst und mal über deine Erfahrungen gesprochen hast. Aus meiner Sicht tatsächlich könnte es der Politik tatsächlich gut tun und es würde zu viel mehr Authentizität auch führen, was aus meiner Sicht die Menschen auch tatsächlich fordern und sich wünschen würden. Vielen Dank. Ja, danke dir. Gerne.